Lass uns gehen, Silas. Du kannst ja gehen. Willst du? Mm-mm. Na, dann komm. Obwohl der Vater von Japetus, der reiche Herr Sandal, es ihnen streng verboten hat, führt Silas den verwöhnten Kaufmannssohn in die Elendsviertel am Hafen, dem Revier der Bettler und Gauner. Dabei bemerken die beiden Jungen nicht, dass ihnen ein zwielichtiger alter Mann folgt. Es ist der Bettler Baldrian, der Silas für einen reichen Pinkel hält, was kein Wunder ist, da Silas wirklich nicht mehr wie ein armer Zirkusjunge aussieht. Was wollt ihr hier? Ich wollte das hier kennenlernen. Trägst du etwa silberne Knöpfe? Feine Pinkel. Muttersöhnchen. Lass mal sehen. Grün spannen Entendreck. Oh. Hey, bist du wahnsinnig? Bist du verrückt? Ich muss dich und deinen Freund jetzt umbringen. Warum denn? Weil ihr hier nichts zu suchen habt und ich hier der Chef bin. Lass uns fortgehen, bitte. Los, auf sie! Poliert den Lackaffen die Visagen! Was ist das? Trittst du mich? Danke, Silas. Au! Japetus! Hilf mir, Silas! Hilf mir! Au! Nein! Kaneol, was machst du denn hier? Der gnädige Herr befahl mir aufzupassen. Sie haben sich gut geschlagen, Japetus, aber zu Hause wird's wohl einigen Ärger geben. Kaneol, unser Lagerverwalter, und das ist Silas. Den kenne ich, den habe ich schon mal ins Bett gebracht. Los jetzt! Der wird euch jetzt die Badestube anheizen. Und dann geht ihr ins Bett. Ohne Abendessen. Und ab morgen gibt es Hausarrest! Das hat mir noch gefehlt! Schlagen sich mit Straßenjungen herum, mit Gesindel, Dieben, Verbrechern, vielleicht sogar Mördern! Silas, wie konntest du das tun? Willst du denn nicht lesen und schreiben lernen? Lesen und schreiben kann ich gebrauchen. Komm, Japetus, wir gehen baden. Aber dieses komische Latein lerne ich nicht. Wie hat Japetus sich geschlagen? Er hat ausgeteilt und wenig eingesteckt. Kompliment. Silas hat einen guten Einfluss auf ihn. Meine milde Gabe, der Herr, gesegnet sei. Willst du nicht, was? Nein. Gut, dann such deinen Freund, diesen Silas. Ich halt auch die Augen offen. Felljacke, klein und arm wie eine Kirchenmaus. Aber einen schwarzen Hengst. Gesegnet sei dir. Eine milde Gabe. Bitte hilf deinem Elenden. Bitte eine milde Gabe. Hilf deinem Elenden. Eine milde Gabe. Dein erster Kirchenbesuch, nicht wahr? Ja, genau. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ja, na dann komm. Bitte knister nicht wieder mit dem Gesang. Sprichst du mir das? Feinpinkel.
Darf ich Ihnen Ihren neuen Schüler vorstellen? Das ist Silas. Wir kennen uns ja schon. Ja, Sie essen bitte mit uns. Und am Nachmittag dann... Ja, doch. Auch am Sonntag kann man lernen. Also kommt jetzt, sonst wird das Essen kalt. Komm. Rauf, runter, rauf und ein Pünktchen drauf. Rauf, runter, rauf und ein Pünktchen drauf. So was Blödes. Das ist ein I. Wie alt bist du? Weiß ich nicht. Nie eine Schule besucht? Nein, nie. Aber ich kann, wenn ich will, Flöte spielen und Messer werfen und Beeren einfangen und Kühe melken und reiten und überhaupt alles, was Sie nicht können. Aber Sie können dafür 1000 Flöten auf einmal spielen. Das nennt man Orgel. Ach ja, Orgel. Das möchte ich lernen. Das können Sie wirklich besser als ich. Gut, nun probieren wir mal das O. Weißt du, wie ein Ei aussieht? Natürlich. Das ist ein O. Und nun schreibst du eine Seite I's und eine Seite O's, damit du ganz sicher bist. Warum nicht gleich zwei Seiten I's und zwei Seiten O's? Dann bin ich mir doch noch sicherer. Meinetwegen. Japitus imperfekt von amare, lieben. Amabam, amabas, amabat, amabamus, amabatis, amaband. Und welche Präpositionen stehen mit dem Ablativ? Ix, aab, de, cum und sine, pro und prä stehen mit dem Ablativ. Ist das dein beschissenes Latein? Psst. Wo spricht man das? Nirgends. Warum lernst du es dann? Bildung, Silas. Latein ist Bildung. Wenn aber diese Bildung kein Mensch auf der Welt versteht, ist das doch dumm. Bildung versteht man nicht. Bildung hat man. Hier stinkt's, ich geh. Setz dich! Wenn ich raus will, dann setz ich mich nicht. Komm, Japitus, wir gehen. Wieso? Hier geblieben! Hier geblieben! Japitus! Japitus! Bist du verrückt? Ich werde den Vater mich nicht beschweren. Hier, ja! Haben noch nie gemacht. Und hat sich Spaß gemacht? Und wie? Fragen, ob du an Bord gehen darfst. Wen soll ich denn fragen? Ist doch niemand an Bord. Außerdem möchte ich mein Schiff von innen kennenlernen. Trotzdem. Machst du immer das, was dir gerade einfällt? Natürlich. Was denn sonst? Rotzjunge, was fällt dir ein auf unser Schiff? Was hast du hier zu suchen? Lass du mal weggehen, du Rotzjunge! Das muss ich aber auch alles auslöffeln, was ich mir eingebrockt habe. Schiff von innen sehen? Gerne, vielen Dank. Was siehst du, mit der Lautnis ist das schon ein ganz anderes Gefühl. Bitte, bitte.
Schulen spannen und enden, Mike. Und das nennst du ein besseres Gefühl. Was ist denn los? Na, ihr feinen Pinkel, ich bin sicher, jetzt wird der reiche Sandal was von seinem Geld rausrücken. Sonst geht's euch nämlich an den Kragen. Uns? Ja, euch. Einen schönen Sonntagmorgen, Silas. Elegant, Silas. Elegant. Und so reif. Und du bist Japetus. Der Erbe des reichen Sandal, habe ich recht? Das ist Silas? Tu es nicht daraus! Suchst du eine neue Jenny? Ach was, Jenny. Jenny war ein nettes kleines Mädchen. Ich hatte sie gern. Aber dieses Bübchen hier, dieser junge Herr, der ist Gold wert, verstehst du? Grundspann und Entendreck. Doch, Silas. Starr mich nicht an wie ein ertrunkener Fisch. Ich bin immer noch die alte, böse Pferdekrähe. Ich werde immer älter, Silas. Aber ich bin immer noch arm. Fessle Silas! Und du schreibst jetzt an deinen Vater einen Brief. Kannst du schreiben? Ich nicht. Sie können nicht lesen und schreiben? Halt's Maul! Bind ihn fest zusammen, Baldrian. Er kennt Tricks. Er ist ein tüchtiger Junge. Also gib auf ihn Acht. So, und jetzt schreib. Wir haben Ihren Sohn Japetus entführt. Wenn Sie ihn lebend wiederhaben wollen, dann legen Sie 1000 Goldstücke in ein Kästchen aus Korkeichenrinde. Korkeichenrinde hast du. Korkeichenrinde, habe ich verstanden. Hat mein Vater auf Lager. Daraus macht man Flaschenkorken. Ich weiß, Bübchen. Kommen Sie zur nördlichen Stadtmauer auf die kleine Brücke über dem Kanal. Hast du's? Und du gib Acht auf den kleinen Teufel da. Auf Silas. Wenn er Zicken macht, bestraf ihn. Aber schlag ihn nicht tot. Er ist ein alter Freund von mir. Mach ich. Hey, Kleiner, willst du einen Apfel? Dafür bringst du mir diesen Brief in dieses Haus da. Na los. Hey, du, was soll das? Warte doch! Bist du wirklich Silas? Und du bist ein so reicher Pinkel. Wie kommst du denn auf sowas? Weil du genauso aussiehst. Ich kann auch schreiben, Japetus. Du hast etwas ganz anderes geschrieben. Wo wir hier sind und wer wir sind. Weiß sie es auch? Nein. Dann haben sie uns geholfen. Aber ich habe absolut nichts getan. Überhaupt nichts. Nicht auszudenken, wenn die Pferdekrähe das erfährt und sich an mir rächt. Gnädiger Herr, ein Junge hat mir das gegeben. Was ist denn? Ha? Ihr Sohn Japetus ist entführt.
ist entführt worden? Wenn Sie ihn gesund und lebend wieder haben wollen, legen Sie 1000 Goldstücke in ein Korkeichenkästchen und kommen Sie morgen zur nördlichen Stadtmauer auf die kleine Brücke über dem Kanal. Lieber Vater, wir bei Pferdekrähe, alter Hafen, schwarze Schute. Karniol! Karniol! Und du alarmierst die Polizei, rasch! Wieso kannst du lesen und schreiben? Früher mal, als ich noch jung war, arbeitete ich in einem reichen Haus. Ich musste die Bücher führen. Aber ich wollte nicht am Schreibtisch versauern. Naja, da lief ich weg, die Freiheit zu suchen. Eine schlimme Geschichte. Aber wenn du für die Pferdekrähe arbeitest, warum hilfst du uns dann? Weil ich... Was ist das? Haltet euch ruhig, die Pferdekrähe kommt zurück. Ich muss nach oben ihr helfen. Jetzt wird's kritisch. Halt, Jan, mach die Leine los! Wir müssen ablegen! Beeil dich! Na los, macht schon! Der möchte ich auch nicht im Dunkeln begegnen. Die ist schlimmer als ihr Bär. Los, kick schon! Oh. Ruck! Oh. Ruck! Oh. Ruck! Oh. Ruck! Ruck! Karniol! Lies das! Ihr Sohn... Japitus ist entführt worden! Und Silas auch! Ihr Sohn... Sag mal, kennst du den alten Hafen? Ja. Komm! Schnell, lass uns gehen! Nichts. Keine schwarze Schute, kein Verbrechen. Also marschieren wir wieder ab. Im Gleichschritt. Asch! Sie müssen hier irgendwo sein. Ein Boot kann doch nicht verschwinden. Jungen laufen oft aus dem Unterricht fort. Sicher nur ein dummer Jungenstreich. Sie können doch nicht einfach gehen. Die Polizei hat sich um mehr zu kümmern. Wenn Sie bis heute Abend nichts hören, kommen Sie wieder. Gestatten Sie, Herr Sandal, Bärenscheiße. Ein Bär war hier. Was meinst du? Moment. Haben Sie vorhin ein Boot rausfahren lassen? Natürlich habe ich. Das ist meine Arbeit. Ja, guter Mann, ein Boot mit zwei Jungen drauf. Und einem Bären. Haben Sie ein Boot mit einem scheißenden Bären gesehen? Vor einer halben Stunde. Ich habe mich gewundert. Die Pferdekrähe läuft bei Ebbe aus. Verrücktes Weib. Die stinkt genauso wie ihr Bär. Die Pferdekrähe. Die alte stinkt drei Faden gegen den Wind. Das stimmt. Oh Gott. Was heißt hier auslaufen bei Ebbe? Was ist es denn diesmal? Vielleicht wieder Schmuggel? Reden Sie doch, Mann! Bei Ebbe kann sie nur in einem Priel nach Westen segeln. In dem vor der Steilküste. Gefährlich. Wenn die Flut kommt...
und sie gegen die Klippen drückt. Was ist eigentlich los? Sie hat meinen Sohn entführt. Mit dem Boot? Mit dem Boot können Sie nicht nach. Das ist zu gefährlich. Und von oben die Steilküste runter, das ist fast unmöglich. Das ist ein böses Ding. Und die Polizei? 6 Stunden bis zur Flut, bis dahin finde ich sie.